Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu meinem letzten Part of Gutenberg des Let's Plays Omsi. Wir befinden uns, wie versprochen, an der Endstelle bzw. am Einstiegspunkt der Linie 100 am Park and Ride Columbia Park. Wieder mit dem Mercedes-Benz O405N2 und passendem Park and Ride Repain aus Gutenberg halt, ja, verstehst du, wie ich meine und so. Genau, eigentlich hatte ich vor, einen anderen Bus zu fahren, und zwar den Cetra S250 UL mit eingebauter Matrix, weil es keine Rollbänder hier für Gutenberg gibt und ich beziehungsweise ich keine gefunden habe. Deshalb Matrix, und das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Der hatte keinen Sound, deswegen halt nochmal der O405N2. Ja, wir fahren Richtung Kreuzplatz, und schwer an der Zielanzeige zu erkennen. Genau, wir haben noch so circa so genau so 2 Minuten. Die spule ich jetzt vor, also 1 Minute davon. Dann setzen wir uns mal rein. Und dann werden wir mal den Motor anschließen. Vielleicht wäre jemand einsteigen. So. Ja, gleich geht's los. Das Übelst titelt uns hier wieder was vor, wenn wir los müssen. So. Los, Düdel, Herr Übelst Düdel. Düdel los! Düdel. Los, Ebel! Schneller! Ich bin ja kein. Wunderbar! Und ab geht die letzte Fahrt auf Gutenberg. Ein paar Infos noch. Die Linie 100 fährt nicht jede Haltestelle ab. Also die fährt quasi nur ab Hauptbahnhof die ganzen Haltestellen ab, weil es dann kommt ja Stadtschloss. Weiter und so fort. Ansagen funktionieren in den Bussen. Natürlich. Boah, fällt nicht. Der Scheiße. Sowas ist von der Null. Na, das fängt jetzt wieder gut an. Genau, Ansagen funktionieren natürlich immer noch nicht, aber soll's. Meine Mutter hupt gleich zurück. So, steht wieder in der roten Ampel. Du Pfeife, du Herr. Kimme knutschen. Hupa. Ja, wer hupt von euch? Ja, du da drüben, dein scheiß Golf, du schwarzes Windvieh. Also nichts anderes gegen alles. Wieso willst du dich fahren? Na, du verstellst mich. Logisch, ne? Na, dann fahren wir mal gemütlich. Deine Mama hupt. Schicksal, fahr nicht hinter mir. Ah, hier müssen wir rechts rum. Wenn man nicht zu schnell fährt, dann mach ich die Ansagen wieder, ne? Die nächste Haltestelle, die wir anfahren, ist Hauptbahnhof, aber das ist ja noch ein ganzes Stückchen hin. Aber die Ansagen weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das passt schon. Schade. Ich muss schon noch einen Verkehr mit einreihen. Das kannst du ihm anbieten.
egal, ich bin 70 Standard. So dass man auch ja 20 Minuten zu früh ankommt. Säuberlich hier rüber, ja, verstehst? Genau hier hin. Und dann kommen die an, ja, und wollen hier einsteigen. Die haben wahrscheinlich blind oder können nicht lesen. Ja. Da steht doch eindeutig eine 100. Da steht sie. Sieh das hier? Ich sehe es wahrscheinlich. Sehe ich im Augenkopf. Ja. Mama, Mama, Mama. Haare, grüner Witz. Vorwärts, Junge, ziehe! Ja, genau! Wow, 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 ich bin jedes Mal müde, das kannst du ja nicht mehr machen. So. Rote Ampel, nichts Neues. Hier rechts der Betriebshof. Ich bin ein Bus, ich darf hier lang fahren. Schneller als die anderen sein. Das klappt schon. So, dann fahren sie aber nicht in den Blinkersitz und vor den rüberziehen. Ah, das finde ich so. Soll sich schon mal einer beschweren, ich habe keine Fahrkünste. Ich habe einmal kurz drüber schauen. So. Oh, ich habe natürlich nicht wieder auf die Uhr geguckt. Was zu dem Bus sagen, wir fahren natürlich eine andere Version, ja, mit diesmal Vollmatrix unschwer zu erkennen und Innenschwenktüren hinten, genau, und oh, so das ist und natürlich andere Repaint, aber das müsste jeder selber sehen. Wieso steht da eine Minute und hier drei Minuten? Jetzt ist immer wieder viel zu spät, ein Mann, das steht nach. Ah, ah. Die spule ich jetzt mal vor, ich böse Kai. Oh, ein zweiter. Und schwupp. Ja, komm so ein. Ja, ich war doch nur auf sie. Sie mit dem roten Pulli auch. Oh, der gefällt mir. Du räumst den her. H&M oder was? Sieht gut aus. Ich muss mich mal. So, und weiter. Na komm, mach's Brett hinten zu. So, die nächste Haltestelle, die wir bedienen, ist die, das Stadtschloss. Das Palace, auf Englisch. Sächsisch, Sänglisch. Ahahaha, ich hab's gemacht. Zu wünschen übrig lässt, aber das ist ein liegt zu 90% an Fraps und zu den restlichen paar Prozent, zu den restlichen 10% an halt die falschen Betriebssysteme. Aber damit nerv ich euch jetzt mal nicht, weil wir sind schon an der nächsten Haltestelle angekommen.
Hallo. Hallo. Was gibt denn noch freundliche Leute? So, mal ein bisschen weiter dann halten, noch halbe Minuten zu früh. Das war auch gutes Deutsch, also bin ich so keine Schöne. Ja, genau das muss jetzt mal gesagt werden. Genau das. Genau das, auf jeden Fall. Wir hier 3 Haltestellen können mit mir noch mitfahren. 2 Haltestellen. Ich habe eine Kopf-OP gehabt, da unten so auf der Plätze. Ist aber nicht schön poliert. Muss ich nochmal mit Wachs ran. Mann, nein. Bin ich gepflegt. Platz. Meine ist ja gepflegt. Das sag ich nicht. Das sag ich nicht. Das ist gut aus. Nein, Quatsch, hab ich keine Platz. Also. Oh, die sitzt ja hier. Die hat der Fiese nicht mal auf dem Boden. Unter dem Boden. Wunderbar. Das war ein tiefer Einblick. So. Oh mein Gott. Zimmer. Ich hab da was in der Lippe, na egal. Und weiterfahren. Das nächste Haltestelle, genau so wollte ich das sagen, ist West. Auf Englisch Westgate. Weil zu geht. Voll bei der Sache. Hä? Wieso kann man hier parken zum Streuen? Na egal, da muss ich wenigstens hinten gehen oder so. Was kommt jetzt schon der Fahrplan? Ich bin nicht mal da. Hoppla, das war natürlich der Fußweg scheint mich zu parken. Mögen wir schon richtig nett. Ja. Ist die schon Rathaus eigentlich? Wie viel Zeit habe ich denn jetzt? Schon längst los. Ach Mann. Ich bin sogar zu spät, ne? Das ist echt. Die nächste Haltestelle ist im Rathaus. Gutenberg. Hier wird erfahrungsgemäß niemand einsteigen, aber wir halten aus Höflichkeit trotzdem. Erkundigt, woran das liegt. Und zwar gibt es doch, wenn du das im Editor so anguckst, gibt es da, ist es so kleine Haltestellenwürfel, wo der Bus dann hält. Und der ist falsch rum und demzufolge steigen da keine Passagiere ein. Ist natürlich ein bisschen ungünstig. Das kann man ganz einfach lösen. Da gibt es auch was um sie vor, wie das geht. Aber da war ich auch zu voll dazu. Und das ist meine letzte Runde hier mit euch. Demzufolge ist es ja einfach. Du bist noch jung, ich war Erster. Als Erster, mal zuerst. So, hier sind wir sind auf dem Parkplatz hier links. Und dann halt mit der Spur. Die können wir natürlich komplett einnehmen, weil ich fertig bin. Ja, deine Mama fährt auch schlecht. Oh, da kommt zwar was Scheiß drauf. Ich bin keicht auf alles. Und steht er bei uns drinnen, das finde ich schön, der mitfahren. Na komm, du fahr aber oben. So, uns ist fast gar nicht aufgefallen, dass ich Kollision ausgabe. Also nicht zu mit dem Zug. So, jetzt fahren wir hier fein säuber nicht mit dabei. Einfach mit Vollbremse, weil es Spaß macht. Hallo. Hallo, Chef. Danke.
brauchen Sie ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht? Halt, halt, halt. Schon. Eine Tageskarte heißt ja, das dann? Ja, verstehe. Dankeschön, bitteschön. Fällt der Scheiße. Ey, das war ein bisschen schnell gefahren, das gebe ich ja zu. So, nächste Haltestelle. Stadtschloss Palace. Das ist davor was Westgate. Auf Deutsch Westtor. Nur wenn es irgendjemand interessiert. Wo sind wir jetzt? Guten Tag. Wunderbar. Guten Tag. Guten Tag. Sie wollen nicht mitfahren? Guck mal, Zwinglingle. Cool. Warum setzt ihr euch nicht nebeneinander? Warum nicht? Warum nicht? Warum macht ihr das nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Gib mir Antwort. Deine Antwort. Urteil. Blauen Augen. Wow. Wow, 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 wow. Okay, das ist ziemlich klar so. Nächster planmäßiger Halt. Nase voll, wieder Michael Schumacher, ja? Bin ich. Ich bin Michael Schumacher. Weg da, ich bin Michael Schumacher. Oder Sebastian Vettel, je nachdem, wie ich Lust habe. Und davon ist doch Dame. Ich bin Michael Schumacher, ich straf alles. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Stellberg. So. Oh, hoppla, ich muss überfahren. Nein, kann ich nicht, wenn die hier nicht anhalten und auch noch durch mich durchfahren. Kann ich auch nichts tun. So, ja, an nächster Haltestelle Hauptbahnhof Main Station auf Goldberg. Serbübergang. Zu allen. Zwei Zwinglinge. Zwinglinge, seht ihr das? Oh, ist das cool. Zwinglinge im Bus. 1, 2, 3. Deswegen ist das Zwinglinge. Ah, ah, ah. Schön. Ja, du. Oh. Warte, warte, warte. Ja, küss mich. Nein, das macht man nicht. Das wäre belästigend. Aber hier hast du meine Nummer. Schildschirm. Oh, ich komme nicht an deine Hand ran. Schade. Egal, nachdem der meine Nummer nicht will, fahren wir weiter. Vielleicht kommt der noch jemand. Ja, ich hab Kotztüten. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Wollen Sie herkommen? Kommen Sie rein, setzen Sie sich auf meinen Schoß, dürfen Sie selber fahren. Na, komm. Ich weiß, wer das war. Der Dicke da hin. Der da war das. Hoppla. Der Sch... Hoppla. Der mit seiner Action. Hoppla. Mann, blöde Scheißmaus. Mit Kürknutsch. So, du warst das. Mit deiner hässlichen halben Klatze hier. Ja, kannst du vorkommen. Tür ist offen. Tür steht offen. Hier, kann sich auf meinen Schoß setzen. Oh, ist grün. Hab ich nichts dagegen und Kotztüten kannst du dir auch abholen, komm. Ey, cool, das bewegt sich hier. Kann ich bitte aussteigen? Mir gefällt die Fahrstil gar nicht. Hey, das ist ja cool. Nee, erst im Columbia Park könnt ihr aussteigen. Und das ist noch ein ganzes Stück Schnee. Das ist natürlich jetzt eine Chaos-Fahrt hier. Das muss sein, das ist ein kleines Special hier, weil wir das letzte Mal hier sind. Ja, da muss es ein bisschen Chaos sein. So, sie sind ganz besonders Fahrgäste. Das letzte Mal hier rauffahren, fahren wir jetzt einmal kurz auf den Betriebshof. Wir machen eine kleine Rundfahrt. So, wunderbar. Dann sehen wir hier den Betriebshof. Auch die können Sie nicht vorsichtiger fahren? Nein, kann ich nicht. Ich mache extra eine Runde. So, da sehen wir die. Hauptwerkstatt hier links. Oh, warte mal, ich hab ein bisschen weg. Ja, ich weiß, mach schon nur für euch. So, dann machen wir das so. Dann sehen wir hier den Gutenberger Betriebshof.
Genau, hier in der Mitte sehen wir die Werkstatt, würde ich mal so annehmen. So. Und das war die Laterne. Alles geplant. Hier sehen wir die etwas alten Werkstätten. So, ich hätte das vielleicht nicht mit Passagieren machen sollen. Aber das passt schon. Und hier ein Parkplatz und hier noch ein paar Servicegebäude. Und hier hinten dann die Zentrale, würde ich sagen. Na, hier ist bestimmt rot, ne? Scheiß drauf, kommt sowieso nicht. Oh, es war sogar grün. Wunderbar. So. Nachdem ich euch jetzt kurz das gezeigt habe, fahren wir mal wieder weiter auf unserer Linie rein. Das war ja. Rollstuhl. Wunderbar, so muss das laufen. Warum stehen sie jetzt schon? Sie können schon mal hinsetzen und anschnallen. Ich fahre vielleicht leider mal ein bisschen schneller. Park und reiten. Oh, ich habe da noch nie Pferde gesehen. Schlimm. Du hässlicher Citroën, fahre! Citroën. Das war ein schöner Mensch. Wunderbar, das läuft doch schon mal ziemlich gut bis jetzt. Ladies and Gentlemen, nächste Haltestelle ist Park & Ride Columbia. Und dann vergessen wir aussteigen und freuen uns hier wieder als Fahrgastmöglichkeit. Oh, Ladies and Gentlemen, the next stop is Hagenride, Columbia Park. All passengers must keep a hold look forward to welcome you aboard. Yeah. Terminus. Das war Französisch. Wo Terminus? Glaub ich zumindest. Weil der Ziel bestimmt wieder runter durch und runter klingt. Nee, dann nicht. Dann fahr ich schon die Ziele. Also, na, da vorne haben wir gleich wieder unser Ziel. Dann werden wir jetzt mal den Fahrplan abbrechen. Und einmal bitte umschildern auf Betriebsfahrt. Und ich nehme euch jetzt doch nochmal mit zum Betriebsfahrt. Oh, das sieht aber schön aus.
bin was Besonderes. Fahrschule bin ich nicht mehr. Ich bin Profi, das haben wir gerade gesehen. Pause. Gut, das gibt es nicht mehr. Also fahren wir doch als 01 im Ziel. Wunderbar, dann machen wir uns schnell auf das Socken und fahren zurück. Das war eine schöne Fahrt. Ich muss sagen, Goldberg zu fahren hat mir Spaß gemacht, besonders als die letzte Folge. Ich hoffe, hat euch auch Spaß gemacht. Und nehmen wir noch ein bisschen vor uns. Ja, schön, wunderschön. Ja, so kann man es lassen. Ja, hat mir halt ziemlich viel Spaß gemacht, hier zu fahren. Ist halt auch eine schöne Gestaltung. Kann man sich nicht beschweren. Genau. Und mal schauen, ob wir mal zu unseren Wurzeln zurückkommen. Und sie jetzt hier noch irgendwann die irgendwann später noch fahren. Aber wir haben ja noch haufenweise Maps vor. Ich habe jetzt vor, doch nicht Rheinhausen zu fahren, sondern Fellbord. Das ist eine fiktive Map, die im Berg liegt. Die habe ich mir runtergeladen und schön installiert. War aber zwar ein bisschen knifflig, die Installation, weil da viele Add-ons dabei sind und so. Hat aber geklappt. Und ich habe da jetzt nur noch einen Fehler, aber den ist der Map-Bauer. Schön am Beheben. Genau. Und mal schauen, ob wir in der nächsten Aufnahme dann erstmal zwischengezogene Schäden. Ob wir dann vielleicht doch erstmal Rheinhausen sehen, aber das seht ihr dann. In der Schreibung steht es ja. Und ich sag's sowieso noch. Jetzt kann es so langsam mal grün werden. Also echt, dass ich da immer erst was sagen muss. Hoppla, da bin ich ins Mikro gekommen. Entschuldigung. Keine Tasche mehr rum, also echt ordentlich ein Mensch. Oh, ein bisschen hier geht's mir, dass jetzt Platz. Mysteriös, halt locker noch ein zweites Platz. Naja, das war und schon sind wir durch mit unserer Durchsicht. So. Jetzt retten wir doch ab.
Stellplatz schön langsam. So, mach ich den Stellplatz schön weit weg. So, dann einmal hier links. Mal schauen, wo der schönste Platz ist. Sagen wir rein uns hier hin. Ah ja, oder vielleicht nicht. Wir stellen uns jetzt ganz vorbereitet hier auf die Wand. An die Wand zwischen die zwei Wörter. Dann den. So, dann auf neutral. Feststelle Bremse rein. Den Motor aus. Den Warnblinker aus. Die. Hier war auch, damit ich ausschalten kann. Nein, geh nicht zu. Ich will aussteigen. Oh, falsche Richtung. Dann steigen wir aus, gucken uns den schönen Bus an. Machen das Brett wieder zu. Alle Stellbremsen raus und dann bin ich schon wieder ins Mikro gekommen. Aber das ist so, wenn ich beschäftigt bin. Und machen die Elektrik aus. So, dann verabschiede ich mit diesem wunderschönen Bild, wo ich noch drinnen sitze, aber das ist schön. Mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch und von dieser wunderschönen Map Goldenberg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt oder mich verfolgen wollt, dann könnt ihr ja mal abonnieren, wenn es euch wirklich gefallen hat. Dann könnt ihr ein Like da lassen und wenn ihr konstruktive Kritik habt, dann könnt ihr die in den Kommentaren äußern. Würde mich freuen und dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüssi.